Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und meine Wenigkeit ist der Erik, hallo an alle. Hallo Erik. Hallo an die geschätzten Hörer. Heute haben wir richtig gute Sachen für euch. Also bleibt bis zum Schluss dran. Da kommt sehr viel, viele Filme, Serien, alles Mögliche und lasst euch überraschen. Wir fangen an mit unserer Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war der Film Joker. Wir hatten den in der Originalfassung in der Sneak Preview in Stuttgart im Metropol. Soll heißen auf Englisch, auch ohne Untertitel. Und das hatte diesmal nichts damit zu tun, dass irgendwas nicht funktioniert hat, sondern das war so gedacht und das war auch gut so. Und ja, zu Joker, zu diesem Film, also wer davon noch nichts gehört hat und diesen Podcast hört, der ist eigentlich, weiß ich nicht, muss völlig hinterm Mond gelebt haben in den letzten Wochen, weil das ist ja eigentlich so der Film, über den gerade alle reden. Der neue Film von Todd Phillips, der solche Meisterwerke gemacht hat wie Hangover und mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der den Joker spielt. Robert De Niro hat noch eine Nebenrolle und Zazie Beetz spielt auch mit. Und es geht eigentlich jetzt nicht direkt um den Joker als solches, sondern eher um die Person Arthur Fleck und wie er zu dem Joker eigentlich erst geworden ist. Also zu dieser Figur, die so einen Hass auf die Gesellschaft hat und so eine Anarchie verbreitet und Anarchie mag und der die Leute einfach nachlaufen, und darauf konzentriert sich dieser Film. Wir sehen ihn, Joaquin Phoenix, wie er den Arthur Fleck spielt, der als Clown arbeitet, der angeheuert werden kann für diverse Sachen und zum Beispiel, wenn irgendwo ein Geschäft eröffnet wird oder geschlossen wird, und die rennen da mit solchen Schildern auf der Straße rum, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, oder irgendwo so kleinere Auftritte und bis hin zu freiwilligen Tätigkeiten, was er zum Beispiel sehr gern macht. Er geht gern, so wie Patch Adams war das, glaube ich, mit Robin Williams, er geht gerne so in die Krankenhäuser, um die kranken Kinder aufzumuntern. Ah, da kann ich bei der Gelegenheit auch nochmal die Helden für Herzen gleich mal empfehlen. Wobei, da möchte ich bitte keinen Joker dabei sein. Nee, das nicht, aber es passt gerade so thematisch. Also wenn ihr mal nicht wisst, wohin mit dem vielen Geld, was ihr habt, und auch wenn es nur vielleicht kleine Summen sind, es gibt eine Gesellschaft, die heißt Helden für Herzen e.V. Das sind Leute wie du und ich, die ganz normal tagsüber irgendwas arbeiten und dann abends unentgeltlich in Krankenhäuser gehen, um wirklich auch teilweise schwerkranke Kinder aufzumuntern. Und gerade wenn die so Lieblings-Superhelden haben, dann geht jemand zum Beispiel als Spider-Man dann hin und so und denen auch schöne Zeit bereiten und so. Und die brauchen Unterstützung und kann man finden unter Helden für Herzen. Ich werde es mal mit verlinken. Sowas macht hier der Arthur Fleck auch und hat da auch sehr viel Spaß damit. Eines Tages passiert ihm da allerdings mal ein kleines Unglück, was auch damit zu tun hatte, dass er mal, als er mal U-Bahn gefahren ist, eines Tages nach einem Job da dumm angemacht wird von so ein paar Leuten und heftig zusammengeschlagen wird, und er dann so nach und nach irgendwie so ein bisschen das Vertrauen in die ganze Gesellschaft verliert, und das Ganze spielt in so einer, ja, so irgendwie so in Gotham City, was ja dem New York fast entspricht, der Anfang der 80er Jahre, wo dieser Turbokapitalismus so richtig durchgestartet ist, wo sehr viele, ja, sag mal so, die einfachen Menschen, die eben jetzt nicht in diesem ganzen Börsenzirkus und irgendwie in großen Firmen untergekommen sind, wo die sehr schnell aus den Halt verloren haben und aus dem Karussell geflogen sind und dann irgendwie versucht haben, sich irgendwie ihr Leben durchzuschlagen. Und genau in diesem Bereich, in diesem Bereich der etwas ärmeren Bevölkerung, da wird auch eben der Arthur Fleck groß und muss sich um seine Mutter auch kümmern, der es überhaupt nicht gut geht. Und ja,
er verliert nach und nach so sein Vertrauen in diese Gesellschaft oder wird immer mehr von dieser Gesellschaft enttäuscht und das schlägt halt dann irgendwann in das um, was wir dann auch bei dem Film The Dark Knight zum Beispiel gesehen haben, in dieser anarchischen Figur, die da verkörpert wird von Heath Ledger. Und hier ist es ist kein Superheldenfilm. Bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt einen Superhelden als solches sieht, man glaube ich gar keinen. Man sieht die Figuren, ja, aber nicht die Superhelden. Oder? Ja, aber es ist ein Superheld, ist auf jeden Fall da. Ja, ja. Also die Figuren selbst, aber nicht ein Superhelden. Also da tritt jetzt kein Spider-Man auf oder sowas, ne? Sondern, bei DC? Hallo? Ja, ich mach's extra absurd, damit ich nicht spoiler, weißt du? Genau, also da tritt jetzt hier nicht irgendwie ein Spider-Man auf oder eine andere Figur als solches, als Superheld, sondern es ist eher ein Drama, ein Psychogramm einer Person, die sehr eindringlich dargestellt ist. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, denn ich glaube, da wollen noch einige diesen Film sehen. Und ja, Robert De Niro spielt den Host einer, ja, wie so eine Art Late-Night-Show, der auch ja immer mal wieder so ein Stand-Up-Programm hat und an dem orientiert sich Arthur Fleck auch so ein bisschen. Er möchte genauso so witzig sein, hat dann auch so Tagträume, dass er dort mal auftaucht bei ihm, mal eingeladen wird und seine Mutter guckt die Sendung auch sehr gern, gucken sie zusammen. Und das nimmt dann auch so ein bisschen eine stärkere Rolle in der ganzen Geschichte ein, das Thema. Ja, wie fanden wir das? Kate, heute mal zuerst? Ja. Ich habe gehört, wie du Luft holst. ganz viel sagen. Der absolute Wahnsinn. Grandios. Ich finde diesen Film abgefahren geil. Abgesehen davon, dass man nach 10 Minuten Mitleid mit einem der größten Psychopathen der DC-Geschichte hat. Ja, 5. Ja, okay, vielleicht sogar schon nach 5. Ja, 5. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du denkst dir die ganze Zeit, Gott, irgendwie kann ich den Kerl verstehen. Ich wäre auch durchgedreht irgendwann. Nur er dreht halt auf die falsche Art und Weise durch. Und selbst da muss ich sagen, kann ich es irgendwo nachvollziehen. So schlimm es ist, der Joaquin Phoenix macht das auf eine Art und Weise, die ist schockierend. Schockierend gut. Das ist, ich krieg Gänsehaut nur beim drüber nachdenken. Ja. Kann es gar nicht mehr anders in Worte fassen. Dieser Film ist einfach nur abgefahren. Genial. Extrem gut gespielt auch. Ja. Joaquin Phoenix, das wird wirklich. Es gab so Szenen oder mehrere Szenen drin, wo man dachte, oh Gott, wenn das jetzt irgendjemand anders spielen würde. Und das war so ganz knapp an der Kante, wo man sagt, oh, wenn das jetzt noch ein bisschen mehr übertrieben wäre, wäre es einfach affig. Aber genau. Das war so gerade so bis kurz vor die Kante und dann wirklich auf dieser, ein Ritt auf dieser Rasierklinge und dann ja. Wieder zurück. Ja. Das ist so unfassbar. Das war so richtig unfassbar gut. Also das ist, ich habe ihn schon in einigen Filmen gesehen, aber vielleicht ist das doch die grandioseste Rolle, die er je gespielt hat. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das hat ihm auch richtig Spaß gemacht, so ein total durchgeknallten Psychopathen zu spielen. Ich weiß nicht, müssen wir rausfinden, ob er das in dem Interview irgendwann mal gesagt hat, ob das, was das für ein Gefühl war, sich in so eine Rolle zu versetzen. Aber das muss unfassbar schwierig auch sein, das so überzeugend rüberzubringen. Das ist dieses Lachen, meine Güte. Och, aber auch diese ganze Hintergrundinformation, die man halt vom Joker bisher so nicht kannte, wie es dazu kam und was in seinem Kopf vorging und wieso er so ist, wie er ist, das ist alles so plötzlich dann schon wieder fast menschlich. So dass man es kurze Zeit sogar versteht, ja, bis er dann halt den kompletten Wahnsinn verfällt. Kann es gar nicht anders beschreiben. Chris, sag du mal was. Ja, ich hatte, als ich von dem Film gehört habe, schon irgendwie andere Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, was im Endeffekt dabei rauskam. Also ich habe schon gedacht, so okay, es wird so die Geschichte erzählt, wie es zum Joker kam, wie eben diese Figur des Jokers entstanden ist, auch vom Trailer her und so. Und dann entwickelt sich doch was ganz anderes im Endeffekt. Es ist ein absolutes Psychogramm, was sich da entwickelt, von
einfach von vorne bis hinten den Weg aufzeigen, dass es nicht irgendwie immer hier atomare Masse braucht oder irgendwie was, dass irgendjemand wo reinfällt oder so, sondern einfach, dass auch ganz viel mit Psyche gemacht werden kann, dass ganz viel durch die Psyche auch entschieden werden kann. Und dieser Wandel zwischen eigentlich harmlosem armen Sack und völlig durchgeknalltem Psychopathen, das fand ich abartig gut gespielt. Also Joaquin Phoenix ist unfassbar gut in dieser Rolle. Das ist für mich jetzt einer dieser, es klingt jetzt abgedroschen, aber das ist für mich ein absoluter Oscar-Kandidat, den wir da gesehen haben, von der schauspielerischen Leistung her, weil es völlig durchgeknallt irgendwann, und aber auch auf so eine ganz seltsame Art und Weise. Und man weiß, wo es hinführt alles, und ist dann trotzdem erschrocken, dass es passiert. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, boah, wenn das ein Film hinkriegt, dann hat er vieles richtig gemacht. Er ist sehr düster, der Film, er ist sehr dunkel. Und so, ja, die ganze Geschichte, wo halt dahinter steckt, wie gesagt, sie haben jetzt dem Joker mal einen Namen gegeben, das ist ja auch nicht unbedingt immer so klar, welchen Namen jetzt der Joker eigentlich hat. Die Comic-Buchleser werden das wissen, und die, wo Batman auch verfolgt haben. Und deswegen, man gibt dem Bösen, in dem Fall dem Durchgeknallten, einen Namen und sieht dann allerdings auch, wie die Gesellschaft darauf reagiert, dass sich einer erhebt. Und wie es auch ist, wenn man die Gesellschaft, die jetzt vom nicht so reich gesegnet ist an Geld, wie die reagiert, wenn sich jemanden haben, der Sachen einfach ausspricht, der auch dann vorangeht quasi mal. Und das fand ich auch sehr, sehr erschreckend. Und also nicht erschreckend, sondern einfach erschreckend gut dargestellt, sagen wir es so. Das war. Bin auch immer noch total platt, und die Tage dann danach, da spukte da noch ganz viel in meinem Kopf rum von diesem Film, irgendwelche Szenen oder sowas, die einfach so großartig waren. Und was auch sehr viel mit der Musik auch zu tun hatte, denn die junge Dame Hildur, oh Gott, Guðnadóttir, eine Isländerin, also Island kannte ich bis jetzt nur Björk. Aber so von der Art her, die hat zum Beispiel auch mitgearbeitet an dem Soundtrack von Arrival und Sicario. Also mitgearbeitet, das war ja damals jemand anders. Sicario 2 auch mit. Und bei der Serie Tschernobyl. Und dieses, wirklich dieses Düstere, was sie da reingebracht hat, ist halt Island, ist halt sehr, sehr dunkel alles. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. War ja bei Björk immer genauso, war so ein depressives Zeug da. Und ja, großartig da, auch die Darsteller und alles. Also ich tippe ja, jetzt muss ich mal ganz kurz meine eigene, ich tippe auf Oscar-Nominierung auf jeden Fall für den Hauptdarsteller. Also das ist, glaube ich, gesetzt. Dann Drehbuch auch, weil da hat der hat ja quasi das Drehbuch während des Films auch entwickelt, ne, Todd Phillips, habe ich gelesen. Das heißt, das stand jetzt noch nicht so am Anfang so fest, wie geht es in welche Richtung, sondern er hat das quasi auch zusammen mit Joaquin Phoenix zusammen entwickelt, was könnte jetzt passieren, was ihn immer noch weiter schubst in die Richtung und so, wie können wir das jetzt machen. Und das für so ein Werk quasi on the fly zu entwickeln, boah, da gehört echt viel dazu. Und das ist jetzt nicht eine Geschichte, die bereits da war, die irgendwie verfilmt wurde, sondern das selbst wirklich zu entwickeln, das ist schon der Hammer. Also deswegen für mich auch Oscar-Nominierung für Drehbuch, Regie sowieso, weil die Art und Weise, wie es gedreht war, die Szenen, das ist auch so ein Film, wenn ich den jetzt hier in Adventskalender-Rätsel reinmachen würde, was ja nicht geht, weil den gibt es ja da noch nicht auf Blu-ray, da könntest du wahrscheinlich fast in jedem Still, kannst du sofort sagen, alles aus dem Joker-Film, weil das hat so eine Bildsprache, die das, weiß nicht, ja. Also so genial gemacht, auch die Farben, die Musik. Und ich habe danach, wir haben ja relativ früh gesehen den Film, die große Preview-Welle, die ging dann erst so ein bisschen los. Also Dienstag kam dann einiges in meine Filterbubble, und da war es halt so, dass viele, die auch so, die gerade die Presse, wenn die was geschrieben hat, hast du gemerkt, wer hat den Film gesehen und wer hat ihn nicht gesehen. Wer schreibt auf Basis von irgendwelchen Informationen aus zweiter Hand. Weil da waren nämlich viele dabei, die irgendwelche Grütze erzählt haben zu dem Film. So,
was eigentlich nicht stimmt. So, ja, da würde das alles glorifizieren und damit hätten die Psychopathen ja viel mehr Möglichkeiten zu sagen, warum sie Psychopath sind und sonst was alles. Völliger Quatsch. Also, es stimmt natürlich, dass wir hier sehen. Im Gegenteil. Ja, ich find, ich wie die Armen, die dran sind, ja. Ja, ich finde, im Gegenteil, ich finde, der Film, der kommt eher so, guckt hin, was ihr mit euren Mitmenschen macht. Guckt hin, was Worte und Taten, die ihr vielleicht nicht für schlimmer achtet, auslösen können. Ich glaube, ich finde eher, dass der Film gerade den anderen Infekt hat, als wie, geil, ich mal mir jetzt ein Clownsgesicht und mache Randale in der Stadt. Ja, im Gegenteil, ich finde, der Effekt ist komplett anders. Auf jeden Fall, also absoluter Wahnsinnsfilm, also mit so vielen Szenen. Ich will den auf jeden Fall auch nochmal schauen, im Kino wahrscheinlich nicht. Werde ich aber auf jeden Fall mir auf Blu-ray dann bestellen und dann diverse Male nochmal gucken. Hat mich auch überrascht, dass aus diesem, ja, von Warner, aus diesem DC-Universum, der gehört ja jetzt nicht zu diesem DC Extended Universe, wo die anderen alle drin sind. Deswegen gibt es ja auch Jared Leto dort als Joker, der jetzt ein bisschen seine Fälle davon schwimmen sieht. Und es ist wohl auch geplant, dass das wohl der erste Film aus einer Reihe von Filmen ist, die wirklich sich nur um einzelne Superhelden drehen. Da hat Warner wohl eine extra Produktionsfirma dafür gegründet, da sollen wohl noch einige folgen. Und wenn die natürlich alle so gut sind, dann freue ich mich darauf. Ist ja eher ein super Schurkenfilm. Ja, aber zumindest ja aus diesem, sag mal so, Comic-Universum soll es halt Filme geben über einzelne Charaktere, die weniger jetzt eingebunden sind in irgendwas anderes. Weil man hat ja diverse Male den Versuch gemacht, das MCU ein bisschen, ja, sowas Ähnliches zu machen. Das ist ja, hat ja nicht so richtig funktioniert, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, mal gucken, bin sehr gespannt. Der nächste ist ja der Harley Quinn-Film. Ja? Okay. Ja. Mit Sau. Margot Robbie. Sau. Kam jetzt auch erst der Trailer raus. Das ist quasi der nächste Super-Villian-Film. Einzel-Story. Sehr spannend. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir den auch in der Sneak. Hoffentlich. Ja. Punktemäßig liege ich da auch bei 9 Punkten. Nicht nur du. Vielleicht in der Nachbetrachtung. Ja. Ich glaube, da sind wir alle. Auch so in der, ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich sag's ganz ehrlich, ist vielleicht wirklich ein bisschen hoch. Ich denke eher, ich habe mir überlegt, ob es zu niedrig ist. Weil der hat mich eigentlich so umgehauen, dass es eigentlich fast mal wieder ein 10-Punkte-Film ist. Ich finde es total schön, dass ich meine Begründung für mich hinterher schieben darf. Ja, dann und alles los. Schon schreien. Nein! Ich finde es vielleicht dahingehend so ein bisschen zu hoch, weil er schon natürlich sehr, sehr speziell ist für sich als Film. Nur ich bin so tief beeindruckt von der schauspielerischen Leistung von Joaquin Phoenix. Ich bin raus aus dem Kino und eine Bekannte kam zu mir und hat gemeint, und die ist absoluter Heath Ledger-Fan auch, muss man dazu sagen. Ich meine, da kenne ich noch jemanden, aber das scheint sich bei Mädels so durchzuziehen. Und die meinte, Heath Ledger war ein Scheiß dagegen. Und der wurde ja brutalst gehypt für diese Rolle als Jokers und jetzt einen absolut würdigen Nachfolger. Wie gesagt, brutal gut und deswegen hief ich ihn auf 9 Punkte hoch, auch wenn er mit 8 auch gut bedient gewesen wäre. Ja, das Heath Ledger ein Scheiß war, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Nein, dagegen. Dagegen. Also, achso, naja, trotzdem. Beide auf ihre Art, fand ich. Während ja, also Heath Ledger hat ihn halt, hat den Joker halt in einer anderen Zeit verkörpert. Heath Ledger war ja Joker, als es Batman gab, als die beiden wilden Gegenspieler waren. Da war er ja schon voll in dieser psychopathischen Rolle drin. Und Joaquin Phoenix spielt ja die Anfänge des Jokers. Und das ist schon nochmal was ganz anderes, denke ich. Den Weg zu zeigen, wie er überhaupt dahin kam. Also ich finde, sie als gleichwertige Jokers zu vergleichen, das geht nicht. Also sie sind unfassbar gut beide. Und ja, vielleicht ist Joaquin Phoenix noch ein bisschen mehr in der Rolle aufgegangen, noch ein bisschen krasser abgegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dadurch die Leistung oder das schauspielerische Talent, das Heath Ledger an den Tag gelegt hat, damals weniger gut war. Es war anders. Es war einfach anders. Es war ein anderer Joker. Und absolut ganz anders. Die beiden sind grandios, da kann ich nichts gegen sagen und ich werde auch nie was gegen Heath Ledger sagen, weil er ist ein unglaublicher Schauspieler gewesen. Aber Joaquin Phoenix macht ihm alle Ehre, nimmt den Joker auf und macht ihn zu einem richtig guten Joker, was zum Beispiel,
Dirty Seconds, wie heißt der? Jared Leto. Nicht hingekriegt hat. Ja. Der hat das, Moment, damit jetzt aber nein, auch nochmal... Nein, der hat es nicht, na, da, hat es doch, nicht so damit, gekommen. Da muss ich rein. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Joker, weil eine ganz andere Storyline. Und ja, das, aber... In dem Film steht der Joker nicht im Vordergrund, sondern da agiert er noch mehr im Hintergrund und hält da brutal Fäden zusammen. Aber polarisiert nicht. Das ist richtig, ja. Also wenn ist er aber auch bloß ein Nebencharakter in dem... Ja, in aber wenn du dir alle drei nebeneinander legst, dann ist Heath Ledger der Wahnsinn, dann ist Joaquin Phoenix der Wahnsinn und Jared Leto ist ein angemalter Schauspieler. Nein. Sorry, doch. Da muss ich ganz deutlich widersprechen. Da muss ich von meiner Seite aus ganz deutlich widersprechen, weil ich einfach sage, Jared Leto hat es in einer ganz anderen Zusammenhang gespielt. Das war keine Hauptrolle, der war nur eine Nebenrolle, der war ein Nebencharakter. Das hat damit nichts zu tun, ich meine von dem, doch, was das hat für mich sehr viel damit zu tun. Das kannst du jetzt nicht beurteilen, ob das für mich was damit zu tun hat oder nicht, weil es ist de facto so. Weil ich sage, den Film, Joaquin Phoenix trägt den Film komplett alleine. Punkt. Und das ist grandios. Heath Ledger hat den Film in der Hauptrolle mitgetragen, auch, aber hat auch sehr, sehr super gespielt. Mein Christian Bale darf man nicht vergessen, der ist ja auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste Schauspieler, der rumrennt. Und Jared Leto ganz anders. Deswegen finde ich da die Vergleiche zu ziehen echt schwierig, echt hart und auch ein bisschen ungerecht gegenüber Jared Leto, weil wer weiß, wenn der den kompletten Film für sich gehabt hätte, was dann gewesen wäre, wenn der Film jetzt über ihn als Joker gegangen wäre. Weiß man nicht, kann ich auch nicht sagen. Du verstehst mich falsch. Ich rede nicht von der schauspielerischen Leistung, ich rede von der Optik. Auch das ist einfach, das sind drei verschiedene Paar Stiefel, meiner Meinung nach. Also ich glaube, das hat immer was mit dem ganzen Umfeld zu tun, in dem das gelandet ist. Genauso gut kannst du ja nicht mit der, zum Beispiel mit der Animated Series oder so, oder mit irgendwelchen, mit der ganz alten Batman-Serie oder sowas vergleichen, die es da gab oder so. Da sah der Joker auch anders aus. Die war großartig. Apropos, wisst ihr, wer bei der Animated Series den Joker gesprochen hat? Ah, jetzt Fachwissen hier. Ein ganz bekannter. Aus einem bekannten großen Universum. Ah, Gott. Verdammt. Warte. Kennst du es, wenn der Name auf der Zunge liegt? Soll ich dich noch ein bisschen leiden lassen? Erstmal was anderes erzählen? Oder? Nein, dann komm, sag's. Mark Hamill. Mark Hamill. Ja. Genau, ja, aber das, also ich fand ja Heath Ledger, der war ja dann, da war ja schon der fertige Joker, sag ich mal, und das war ja auch einige Jahre später, denn wir haben ja auch gesehen, wie da andere Personen vielleicht schon etwas älter sind, die bei dem Joker-Film, den wir jetzt gesehen haben, etwas jünger waren, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich mag diese Anarchie, die der Joker da reinbringt, mag ich sehr, wenn es wirklich so... Man weiß nicht, was der überhaupt für eine Agenda hat. Der will einfach nur Chaos verbreiten und warum, weshalb, erschließt sich einem gar nicht so. Und meistens hat er auch vielleicht gar kein Motiv. Der mag einfach dieses Chaos. Und das mag ich eigentlich sehr, wenn das gut rübergebracht wird im Film. Das ist ja natürlich hier in dem Joker-Film überhaupt nicht so der Fall gewesen, außer jetzt bei bestimmten Situationen da. Aber absolute Empfehlung, würde ich mal sagen. Ja. Sind wir uns alle einig? Das auf jeden Fall. Aus verschiedenen Gründen. Da sind wir uns einig, ja. Aus verschiedenen Gründen. Und dann machen wir einfach mal weiter mit den Tipps für die morgige Sneak Preview hier in Stuttgart für Montag. Das ist der Tipp für den Tipp. Für Montag, den 14. ist Hundegebell. Ja, genau. Nein, der Tipp ist einfach Kunstlehrerin. Kunstlehrerin, also nicht Mathelehrer. So. Und Kate, ist da schon was eingegangen? Ja, es gibt zwei Tipps. Einmal Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ah, das war mein Tipp, okay. Ne? Ja. Genau. Ja. Und Parasit. Wohl einer der Film-Highlights 2019. Parasite. Ein koreanischer... Koreanischer Film über eine Familie, in der sich quasi einer einschleicht, der nicht ganz koscher ist. Muss wohl ein unfassbar guter Film sein. Der wird überall gelobt. Ja, lief auch auf Fantasy Filmfest und so, habe ich auch schon viel Gutes gehört. Ja, ich muss mal gucken, ob ich morgen in die Sneak komme oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich bin wahrscheinlich auch raus. Mal gucken. Aber der Film Parasite würde mich sehr interessieren. Ich möchte ganz kurz sagen, Parasite hat ein Kumpel von mir, der aus Korea kommt, schon gesehen und hat mir den schon empfohlen. Ich habe deine Trailer schon vor Wochen gesehen. Oh. Und wenn der kommt, hey, ich glaube, dann...
dann hocke ich sehr gebannt im Kino, weil der muss wirklich grandios sein. Denke ich auch, ja. Ich habe auch nur Gutes gehört. Ziemlich abgefahren, aber ziemlich gut. Ja. Aber sehr cool, ja. Heimkino. So, ihr habt, nee, Kate, du hast im Heimkino was geguckt. Das will ich auf jeden Fall auch noch gucken. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe auf Netflix den Film El Camino, eine Breaking Bad oder ein Breaking Bad Film geguckt. Kurz zusammengefasst, also ich werde jetzt nicht nochmal das ganze Ende von Breaking Bad zusammenfassen, aber ja, der Film El Camino, falls noch jemand sehen will. Eben, deswegen, da darf man gar nichts sagen. El Camino hat geht fast nahtlos an das Finale der Serie, startet die. Es ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass Jesse Pinkman darin eine größere Rolle spielt in diesem Film. Denn er wird ja auch als Darsteller genannt in den Credits. Jesse Pinkman ist Hauptdarsteller dieses Films. Es geht weiter. Es ist, gefühlt ist es wie eine Doppelfolge Breaking Bad. Und zwar eine verdammt gute Doppelfolge Breaking Bad. Es gab auch nicht ganz so tolle Folgen, aber das war wirklich grandios. Wie geht's mit Jesse weiter? Er ist aus der Gefangenschaft entflohen. Was hat er dort erlebt? Wird nochmal so ein bisschen auch in Rückblenden erklärt, nochmal gezeigt. Wie kann er weitermachen? Kann er überhaupt weitermachen? Geht das? Ja. Walter White spielt wieder eine Rolle, zumindest namentlich. Ob er auftaucht oder nicht, das verrate ich nicht. Er wird auf jeden Fall in den Credits genannt. Ich kann gar nicht viel zu dem Film sagen, weil alles, was ich sagen würde, ist gespoilert. Ich kann nur sagen, es ist eine wunderbare Hommage, es ist ein tolles, nochmal neues Ende für die Breaking Bad-Geschichte. Es ruiniert nichts, im Gegenteil, es tut nochmal so ein paar lose Enden aufsammeln und zu einem neuen, schönen Ende zusammenfügen. Es ist spannend. Der Film ist teilweise ein bisschen zäh, aber das kennen wir ja von den Episoden. Für jeden Breaking Bad Fan ein Muss. Aber ihr müsst die Serie zu Ende geguckt haben vorher. Sonst blickt ihr gar nichts. Du bist die Erste, die das so sagt. Also, du bist die Erste, die so positiv darüber redet. Echt? Also in meiner gesamten Filterbubble, also war es von völlig unnötig, langweilig, hätte es überhaupt nicht gebraucht, muss man nicht sehen, sollte man lieber nicht sehen. Ach, ich fand den gut. Sollte man lieber nicht sehen, wenn man die Serie gemocht hat und solche Scherze. Also deswegen habe ich den bis jetzt auch noch nicht geguckt. Ich fand den gut. Also, ich dachte mir, wenn es ist kein grandioses Meisterwerk, aber ich fand ihn gut. Also ich fand die Geschichte cool, ich fand es cool, dass es nochmal so ein bisschen eine Hommage war und dass auch nochmal das Ende um Jesse nochmal ein bisschen aufgeklärt wurde und was da passiert ist und so. Mir hat das ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen und es hat mir Bock gemacht und deswegen habe ich vorhin mir auch noch gleich die allererste Episode von Breaking Bad reingezogen. Und ich glaube, ich gucke auch ein bisschen weiter. Es macht wieder Bock drauf. Das ist ja. Und das ist gut. Oh, nochmal will ich das nicht alles gucken. Ja, ich guck ja nur, bis ich keinen Bock mehr habe. Was gibt's so punktemäßig so für die El Camino? Also von 10 Punkten gebe 10? Ich ihm. Nein, ich gebe ihm insgesamt 10 Punkte gebe ich ihm. Von 10 Punkten hat sie gesagt. 7. Okay. 6,5, 7. 6,5. Okay. Ist ja schlimm. Von 10 Punkten. Was? 10 Punkte? Moment. Ja, hört mir halt nicht zu. Ein bisschen Dynamik hier reinbringen, ne? ja, das Problem ist, ich würde viel, viel lieber, viel, also ich würde gern viel mehr erzählen, aber es geht halt nicht. Ja? Ich würde gern noch erzählen, wer alles nochmal eine kleine Gastrolle hat, welche bekannten Gesichter nochmal auftauchen. Ob irgendwelche losen Enden doch offen bleiben und lose bleiben oder nicht. Und das kann ich alles nicht. Weil sonst ist alles viel zu viel gespoilert. Ihr müsst euch den schon angucken, um euch ein eigenes Bild zu machen. Mir hat er gefallen. Das ist sowieso nie verkehrt, wenn man sich das mal jetzt selber anschaut. Jetzt seid ihr dran. Bin ich die Einzige, die den gut findet in unserer Community Kinocast? Genau, bitte. Oder, lasst einen Kommi da. Noch andere? Für die lasst einen Kommentar da. Genau. Ob ich die Einzige bin. Hey, Brothers. Bin, ob ich die Einzige bin mit gutem Geschmack. Genau. Ist das lit, was Kate hier erzählt? Oder?
Okay. Ja. Genug. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Da hatten wir ja letzte Woche die Blu-ray-Neuvorstellung. Und ich habe ihn dann noch gleich geschaut, nach wo der hier kam. Der Fall Collini. Den habe ich ja im Kino so ein bisschen ausgelassen, weil ich dachte, das ist bestimmt so eher so TV-mäßig vielleicht gemacht. Und habe ihn jetzt geschaut. Der Fall Collini ist ein Film von Marco Kreuzpaintner. Der hat zum Beispiel die Serie Beat gedreht, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und davor hat er zum Beispiel solche Kinofilme gemacht wie Sommersturm, Ganz und Gar, Krabat auch, was ja auch sehr gut lief in der Kinokasse. Und jetzt hat er hier so ein richtig ernsthaftes Thema sich vorgenommen, basierend auf einem, ich glaube, einem Bestseller. Und in diesem Film geht es darum, dass Elias Mbarek spielt einen Rechtsanwalt, der relativ neu ein Anwalt geworden ist. Ist erst seit 3 Monaten oder so praktiziert er. Und ist dort bei diesem, ich weiß nicht ganz genau, wie es läuft, da im Gericht sind dann immer so die Anwälte und die können sich dann so als Pflichtverteidiger anbieten. Und das macht er dann bei so einem Fall, der eigentlich irgendwie relativ klar aussieht und denkt, okay, da kann er sich mal so ein paar Sporen verdienen. Und dieser Fall hat es aber echt in sich, denn der, ja, das kann man glaube ich schon so sagen, so verraten, weil das stand auch in der Filmbeschreibung, denn der Getötete, was er dann später erfährt, ist jemand, den er kennt von einer Familie, mit der sie früher sehr viel unterwegs waren und mit deren Tochter er auch ein Verhältnis hatte oder lange Freundschaft verbindet und der ihr Vater ist quasi umgebracht worden von diesem Typ, den er jetzt verteidigen soll. Und das bringt natürlich erstmal auch ein bisschen Brisanz in das Familienverhältnis, weil dann ja, er verteidigt quasi den Mörder des Vaters von ihrem, verteidigt halt den Mörder des Vaters und das ist erstmal schwierig darüber zu bringen bei den anderen. Er wusste es aber nicht, dass der das ist, denn er hat halt so einen Allerweltsnamen und vielleicht so ein bisschen regionales Interesse hier. Der Mörder, der arbeitet bei Mercedes-Benz als Werkzeughersteller und der Vater hatte wohl auch, oder der Ermordete, hat da wohl auch eine Position in dem Konzern inne gehabt und war da ziemlich angesehen auch und da sind dann auch solche Sachen, zum Beispiel, dass sie mal nach Ludwigsburg in irgendein Amt fahren, wo irgendwelche so Unterlagen aufbewahrt werden von alten Zeiten und so und ja, ich will mal nicht zu viel über den Fall an sich verraten, weil der entwickelt sich stetig und man ermittelt dann so mit, weil man hat ungefähr so denselben Wissensstand ja wie Elias Mbarek, der dann immer tiefer vorstößt und es wird halt immer furchtbarer und das, was dann so in der Vergangenheit zurückliegt, weshalb sich das jetzt in der Jetztzeit entladen hat, in dem Mord, das ist wirklich auch sehr, sehr erschreckend und wird auch so mit Rückblenden erzählt, die einen ziemlich mitnehmen und ich fand den Film wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich kann den sehr empfehlen für Personen, die gern mal solche Kriminalfälle, die ohne viel Shishi vorgetragen werden, so mit auch mit Ermittlungen und so, mit interessante Fälle, die sich entwickeln, sehr gut gespielte Personen und ja, ach so, ich muss ein paar Nebencharaktere noch sagen. Zum Beispiel Alexandra Maria Lara spielt quasi die Tochter des Ermordeten, mit der Elias Mbarek ein Verhältnis hatte. Und Heiner Lauterbach spielt noch mit. Hat er mit dem auch ein Verhältnis? Der spielt den Staatsanwalt. Und die anderen kennen wir eigentlich auch so ein bisschen. Janis Niewöhner ist noch mit dabei. Der spielt den jungen Ermordeten in den Rückblenden. Den kennen wir auch aus diversen Filmen. Ja, ansonsten wirklich Franco Nero hat eine kleine Nebenrolle. Der spielt Fabrizio Collini. Ja, also den Collini, von dem Fall Collini, also den Mörder, dessen Fall verhandelt wird. Ja. Sehr empfehlenswerter Film, wirklich. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. 7,5 von mir. Ja, kann ich dir mal geben. Ja, wäre super. Das Zusatzmaterial habe ich noch nicht geguckt, da ist aber auch ein bisschen was drauf, was mich vielleicht interessiert. Und ich fand hier auch, ich glaube, Elias Mbarek, zumindest in den Sachen, wo ich ihn bis jetzt gesehen habe, ist für mich seine beste Rolle bis jetzt. Also hier wirklich so völlig unaufgeregt, aber trotzdem
sehr, sehr souverän gespielt und ja, wunderbar eigentlich. Ja. Ich hätte mir fast noch ein bisschen länger gewünscht an manchen Stellen, weil ich denke mir mal, so ein Buch, das schmückt das vielleicht doch noch ein bisschen mehr aus, gerade so diese ganzen Ermittlungen, weil gerade dann, wo er zum Beispiel dann unterwegs ist und so ermittelt oder so, das ist mir dann manchmal fast ein bisschen zu schnell gegangen oder so. Da, und das waren auch schöne Szenen dann oder gut gemachte Szenen, hätte ich mir ein bisschen mehr Atem gewünscht vielleicht oder mehr, ja, mehr Szenen halt einfach so. Also ja. 7,5 von mir für der Fall Collini. Empfehlung, angucken. Oder ihr könnt ja, wird bestimmt dann demnächst auch irgendwie auf Sky laufen oder so. Ich kann euch auch mal geben. Alright, mal gucken, was so demnächst bei uns anläuft und was gerade in den Charts ist. Vielleicht ist ja da noch was Cooles dabei, was wir noch gucken müssen. Kinocharts und Neustarts. Platz 10, Ad Astra, Zu den Sternen. Platz 9, Ugly Dolls. Platz 8, S, Kapitel 2. Platz 7, Dem Horizont so nah. Platz 6, Downton Abbey. Platz 5, Angry Birds 2. Platz 4, Everest, Ein Yeti will hoch hinaus. Platz 3, Shaun das Schaf, der Film UFO-Alarm. Platz 2, Joker. Und Platz 1, Jiminy Man. Wird sich bestimmt nochmal rumdrehen irgendwie. Ich bin total begeistert, wie total emotionslos ihr beide jetzt gerade Top 10 runtergebetet habt. Wie so Nachrichten. Du, das ist eine sachliche Veranstaltung hier. Das hat hier nichts mit... Alles gut. Ganz hervorragend. So, wunderbar. Dann kannst du das ja mal besser... Was hättest du dir denn anders gewünscht? Immer diese Roboterstimmen hier, das ist ja schlimm. Kannst du das ja mal besser machen jetzt mit den Neustarts, ich, ne? Ob ich das besser kann, ja. Was startet denn am 17. Oktober? Das werden wir doch mal sehen. Kannst am 17. Oktober. Das erste sogar einsingen quasi. Ja, ich war noch niemals in New York. Oh, wir müssen aufpassen, genau, mit der GEMA, nicht zu lange hier. Mit Heike Makatsch, Moritz bleibt treu. Verfilmung des Udo Jürgens Musicals über eine romantische, turbulente und unfreiwillige Kreuzfahrt nach New York. Und es gibt tatsächlich Anwesende hier, die dieses Musical gesehen haben. Ja. und deswegen gibt es, glaube ich, auch Anwesende hier, die diesen Film nicht schauen werden. Okay. Exakt. wir hatten tatsächlich eine Einladung zu so einer speziellen Premiere in Köln. Okay. Und die habe ich jemanden weitergegeben, dem Reiko, der immer mal in Köln ist. Und der wollte da eigentlich für uns hingehen. Da war richtig so mit Interviews mit den Leuten und so, da hätten wir einen richtig schönen Beitrag gehabt, aber leider hat bei ihm was nicht geklappt. Ja, der musste beruflich woanders hin. Schade. Ja, passiert. Genau, sonst hätten wir mal hier einen guten Bericht gehabt, wie der Film so ist. Und zwar mit Sahne. Der Trailer reizt mich überhaupt nicht. Also ich bin ja auch kein Musical-Fan. Aber ja, Udo Jürgens-Fan, oder? Also. Fan, also jetzt nicht von solchen dargestellten Sachen. Für die Blumen. Die Musik finde ich sehr, sehr gut. Also auch vielen Dank, wie lieb von dir. Wie er so mit Melodien spielt und sowas und wie er es so auf den Punkt bringt, dass es eingängig wird, das ist schon sehr gut. Aber ich würde mir jetzt nicht so ein Film oder ein Musical angucken. Ne? Aber das ist eher so ein... Ja, was auch noch anläuft. Parasite. Wir machen ja hier auf der Seite weiter. Also haben wir ja gerade eben schon drüber geredet. Eine gesellschaftskritische Tragikomödie über zwei südkoreanische Familien, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ja, sehr geil. ungesehen schon mal sehr geil. Mhm. Dann Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Oder auf Deutsch heißt es wieder Malefiz, ne? Angelina Jolie spielt erneut die gehörnte Fee Maleficent, um den dunklen Twist der Dornröschen-Geschichte um einen weiteren spektakulären Teil zu erweitern. Von Joachim Röning, wahrscheinlich ist er wahrscheinlich. Röning. Ja, weil O, durchgeschriebenes ja, ja. O. Das ist doch so ein L. Angelina Jolie, Elle Fanning, Elle Crane und weiteren. Okay, The King. Wo haben wir The King? Ist das? Ach, ich dachte, es geht um Elvis. Oh nein, es ist ein Historiendrama von Netflix produziert über den britischen König Heinrich der V. Aha. Oh, ah, König, ja. Mein König. Nee, warte mal, das ging anders. Mit Timothy Chalamet. Das und Robert Pattinson und Ben Mendelsohn. Ja, die Besetzung ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh, die Besetzung ist aber krass, ja. The King. Robert Pattinson. Na gut. Okay, dann ich hätte noch After the Wedding. Im Remake von Susanne Biers gleichnamigen Film reist Isabelle nach New York,
um eine großzügige Spende anzunehmen. Darüber hinaus erwartet sie ein dunkles Geheimnis. Oh, das Spiel, sehe ich hier gerade, spielt Billy Crudup mit. Der ja. spielt in einem meiner Lieblingsfilme mit, ja, wo ich gerade nicht auf den Namen komme. Sehr, einer der absoluten Lieblingsfilme. Außerdem noch Julianne Moore und Michelle Williams übrigens. Ich habe es heute gerade mit Namen. Warte mal. Macht nichts, Tom geht mir auch immer so. Almost Famous. Fast berühmt auf Deutsch. Kennt ihr den? Ja, den kenne ich. Cameron Crowe. Sehr schöner Film. Mag den sehr. Was läuft noch an? Born in Evin. Born in Evin. Läuft der bei uns überhaupt an? Genre Dokumentarfilm? Nee, eher nicht. Das Kapital. Ist eine Doku. Anders, auch eine Insel der hungrigen Geister. Insel Lino. Hallo? Lino, ein voll verkatertes Abenteuer. Das kommt bei mir erst weiter unten hier. Lino wird in einen riesigen Plüschkater verwandelt. Auf der Suche nach dem Rückwandlungselixier muss er es nicht nur mit der Polizei aufnehmen. Oha! Sag ich da mal, das ist ja... Oha! Ich glaube, die restlichen Sachen können wir dann weglassen hier. Da ist, glaube ich, nichts mehr dabei. Schauen wir lieber mal, was so neu im Blu-ray-Regal dann steht. Vielleicht ist ja auch wieder so ein guter Film dabei. Das müsste jetzt ab dem 14. Oktober 2019 sein. Beginnt mit Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Kommt genau rechtzeitig jetzt raus. Ne? Ja, rechtzeitig. Dann Manu Flick Flink. Haha. Oh. Und der war schön, der war lustig. Den kann man nur empfehlen. Ja, habe ich auch. Grüße auch an dieser Stelle nochmal. Ne? Habe ich auch schon vorbestellt. Ja, schöne Grüße an die Lux Studios. Und wer das damals nicht gehört hat, unseren Besuch hier in Stuttgart bei den Lux Studios, die den Film produziert haben, hört da nochmal rein. Ich kann den auch mal mit verlinken. Ich muss mir mal Notizen machen, was ich alles verlinken wollte hier. Sonst vergesse ich das wieder. Was gibt's noch? Bin ich im falschen Tab hier? Sunset gibt's noch. Sunset. Das Hutmachergeschäft ist leider nicht nur bekannt für seine außergewöhnlichen Kreationen, sondern auch für den Ort. Nein, ist das Hutmachergeschäft Leiter ist nicht nur bekannt. Ach so. Ist leider. Zumindest bis die junge Iris Leiter 1913 nach Budapest kommt, um in den Laden als Hutmacherin anzufangen. Also für Freunde von Hüten vielleicht mal angucken, vielleicht was für die Queen oder so. Ja. Dann gibt es noch Bankjob, ein Thriller. Oh, das ist doch Thriller. Eine Wiederauflage, oder? Der ist ja, das alt, ist eine Wiederauflage. Ich mache vor ewigen Zeiten machen, das nie. Müsste sein mit Jason Statham. Und bis er sich, blablabla, hält sich überall raus, bis er sich in die hübsche Martine Safran Bureau, bis sie ihm ein Angebot unterbreitet. Ja. Okay. Und das Ende ist geil. Also das Letzte, was hier noch rauskommt, finde ich der Hammer. Von Bankjob oder was? Nein. Blob, Schrecken der ohne Damen. Limited Collectors Edition im VHS-Design. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ach du Gott. Ein cooler Film, wenn ich mich recht erinnere, mit Kevin Dillon. Ja, hier eine Kleinstadt in Pennsylvania. Während eines romantischen Dates beobachten Steve und Jane einen Meteoritenschauer. Doch was sie für eine Sternschnuppe halten, entpuppt sich schon bald als todbringende Masse aus dem All. Unbeschreiblich, unzerstörbar. Nichts kann es aufhalten. Der Blob. Haftungsausschluss. Die Filmemacher übernehmen keine Verantwortung für Herzinfarkte, Ohnmachtsanfälle oder sonstige Verletzungen infolge des Filmsgenusses von Blob-Schrecken ohne Namen. Ich nehme an, ihr kennt den nicht, oder? Ich kenne ihn. Ja? Deswegen feiere ich ja gerade so. Ja, ich fand ihn cool, den Film damals. Und da haben ja auch einige mitgespielt, die dann später mal so richtig bekannt geworden sind oder so. Und gab es auch zum Beispiel die Killer-Tomaten? Da hat zum Beispiel George Clooney eine Nebenrolle. Attack of the Killer Tomatoes. Na hier, Blob Schrecken ohne Namen als Super 8-Fassung. Oh. Okay. Ach du Jemini, das sind wir fast überlegen, ob sich das nicht. Aber nein. Frage, was es kostet. Warte mal, ich guck mal hier nebenbei. Bei dem großen Versandhändler, der bekannt geworden ist durch Bücher. So. BOL.de? Mal gucken. Der Blob. Der Blob. 27 Euro. Blob. Oh, das ist ja ganz schön teuer. Ja, aber ist ja auch eine Special Edition im VHS-Lokal. Hallo. Da gibt es aber auch noch, wenn man nur den Film will, 7,99 fängt es an. Ja. Da. Okay. So viel zum Blob. Was ist das hier? Der Blob?
vom Drehbuchautor von The Walking Dead und Die Verurteilten. Gibt es da nochmal eine Neuauflage oder was? Der oder, neue Blob. Oder sind das dieselben? Nee, hier bei Amazon. The New Blob. Ist gerade der Blob. Terror gibt's has no shape. Captain Igloo. Mit dem, der Spinat Igloo. Mit dem Blob. Also, so viel dazu. Haben wir euch jede Menge Tipps gegeben. Ich hoffe, ihr habt auch gerade gemerkt, das war jetzt nicht so runtergebetet. Ja, also das war jetzt mal mit ein bisschen Leben. Mit eingesungen und so. War ein bisschen sehr albern. Jo. Das ist Geschmackssache. Was haben wir denn noch so auf dem Plan? Also wir haben noch Serien zum Beispiel, oder eine besser gesagt. Serien. Ich habe mal angefangen, Doom Patrol zu schauen. Die neue Serie auf Amazon Prime, die auch wieder sich mit um Superhelden dreht. Oder Superschurken, man weiß es nicht so genau. Nachdem wir letztens auch The Boys hatten, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich mich jetzt mal an dieses Doom Patrol herangewagt. Und ich bin jetzt nicht so sattelfest, wer das alles ist. Auf jeden Fall ist es auch in dem DC-Universum, wenn ich mich recht erinnere. Und der Schöpfer von dem Ganzen ist der, der auch dieses ganze Arrow-Ding, dieses ganze Arrow-Reverse oder wie das heißt, da entwickelt hat. Und die Hauptrollen spielen hier zum Beispiel Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowley, Diane Guerrero und Timothy Dalton, der ja mal was gespielt hat? James Bond, jawohl. und ich habe jetzt die erste Folge geschaut und das ist so eine typische Origin-Comic-Geschichte. Also da passiert halt wirklich teilweise Dinge mit Personen, wo die dann zu den Gestalten werden, die sie dann später sind. Also wirklich so ganz teilweise absurde Sachen, wo irgendwelche außerirdischen Mächte in die eindringen oder irgendwelche schlimmen Unfälle, wo dann irgendwas mit dem Rest des Körpers gemacht wird und so weiter. Und mehr habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ich fand das aber schon von der Stimmung her und von der Dynamik zwischen den Personen, von den Personen, auch wie es gespielt ist, wirklich sehr, sehr gut. Also mir hat es wirklich gut gefallen und ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich hoffe mal, die fuckt dann nicht irgendwie ab demnächst, dass ich jetzt sage, oh, alles geil. Und ach so, Alan Tudyk spielt auch noch mit. Den mag ich ja total. Und also für mich nach der ersten Folge bereits eine kleine Empfehlung. Vielleicht hat es ja schon jemand von den geschätzten Hörern weitergeguckt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil es auch so ein bisschen so eine düstere Art, wie wir es gerade jetzt beim Joker hatten. Allerdings natürlich bei weitem nicht so gut gespielt wie der Joker, aber auch so sehr düster. Also der, ich nenne jetzt mal keine Namen, also der eine hatte wirklich dann auch ziemliche Schicksalsschläge und dann ist da noch was ganz Übles passiert und dann ist er zu dieser Figur geworden, die wir dann in der Serie sehen und so. Das wird halt auch alles so gesagt und ist halt auch alles nicht so schön und nicht so bunt wie bei Marvel, ne? Sondern alles sehr, sehr düster und das mag ich eigentlich so als Kontrast ganz gerne und bin jetzt mal gespannt, was sie da noch so veranstalten. Also in dieser ersten Folge sehen wir halt, wie sie zu diesen Figuren geworden sind. Und der Leiter dieser Einrichtung, gespielt von Timothy Dalton, der auch in so einem Rollstuhl rumfährt, da sind Ähnlichkeiten nicht ausgeschlossen, wie bei anderen Universen hier. Ist fast ein bisschen so ähnlich. Die sind dann auch in so einem Manor, das heißt dann auch Doom Manor. Und dann begeben die sich auch mal nach draußen in die Stadt und da bin ich jetzt gerade an der Stelle. Hat mir gefallen, kann man gucken, gerade für euch so als Superhelden-Fans oder Comic-Fans. Paw Patrol. guck da mal rein, ist echt ganz cool. Also gerade auch es steht und fällt ja immer mit den Figuren, finde ich. Also wenn da jetzt irgendwelche dabei sind, die irgendwie so unsympathisch sind oder nicht nachvollziehbar oder so oder irgendwas Komisches ist, dann verliert einen das ja relativ schnell. Aber hier fand ich es echt gut gemacht. Wieder mal ganz gut von Amazon, nachdem sie mit The Boys schon ganz schön abgeliefert haben. Jetzt hier Doom Patrol. Aber ich werde mal berichten, wenn ich es noch weiter gesehen habe. Es hat auf jeden Fall ja schon eine zweite Staffel bekommen. Also muss wohl ein ziemlicher Erfolg sein. Okay. Für euch was, Kate, auf jeden Fall, oder? Guckt ihr alles? Guckt ja alles. Jetzt aber, guck zumindest überall mal rein. Ja. Na, guck zumindest überall mal rein. Aber eher auch Netflix, nicht. Ne, oder? Netflix ist eingerostet bei dir. Der ja, eigentlich eher eigen. Netflix. Hm. Guck mal rein. Ja, mal gucken, vielleicht. Mal die erste Folge. Ja, genau.
Doom Patrol, also, so, das war's dann Paw eigentlich. Paw Patrol, Paw Patrol. Dann begeben wir uns mal in den allgemeinen Bereich hier rein. Da brauche ich mal irgendwie einen Trenner. Applaus, Applaus. So, wir haben, das kam jetzt sogar noch als Kommentar von dem Tom, nämlich mal einen Hinweis bekommen, weil ich hatte ja, glaube ich, mal vor einigen Folgen gesagt, dass ich eine PS4 habe jetzt und Interesse habe an Spieletipps. Und er hat empfohlen The Last of Us. Das habe ich jetzt schon von diversen empfohlen bekommen. Ja, zu Recht. Gibt es ja jetzt auch sogar einen zweiten Teil, ne? Ja, aber ich kommt glaub, ein zweiter. Oder ist erst mal den weiß ersten, nicht, ob er schon da ist. Erstmal den aber ersten spielen. War sehr cool. Last of Us war sehr cool. Er schreibt sogar, dass es wahrscheinlich sogar, Kate, für dich sehr interessant wäre. Musst du dir mal die PlayStation vom Chris holen oder er scheint es ja so haben, das Spiel. Und Ja, hallo? Er schreibt auch noch, es ist momentan gerade bei PSN Plus mit enthalten oder für knapp 20 Tacken bei NetGames. Das ist natürlich sehr gut, dass er auch dort einkauft. Kann ich nur unterstützen. ich glaube, ich bin da eher ein Freund von physischen Sachen, dass ich mir die vielleicht doch mal bei NetGames dann hole. Weil, zumal ich PSN Plus auch noch, in Klammern, noch nicht habe, wo ich aber noch, ja, weil für mich macht es momentan noch keinen Sinn. Du hast nur Angst, dass du in FIFA gegen mich verlierst online. Nee, ich spiele ja kein FIFA. Mein Kleiner, dann kann ich ja nur verlieren. Mein Kleiner spielt FIFA, der spielt es ganz gut. So online oder sowas, da habe ich momentan eher gerade noch ein anderes Spiel, was ich da noch spiele und da brauche ich das erstmal nicht und vielleicht hole ich mir dann die Disc bei. Ja, was spielst du denn gerade? Ja, immer noch Fallout 76, das weißt du doch. Ich hasse dich da dafür übrigens. Für mich? Was? Wieso? Ich hasse dass dich dabei. Dass du ihn so angefixt hast. Nee, hat er ja nicht. Moment, ey, da hat er nicht, damit hat nichts, nichts zu tun. Aber er hat immer wieder erzählt, wie toll sich das Spiel entwickelt hat und alles. Und im nein, Endeffekt nein, jedes Mal, wenn du gesagt hast, spielst du noch? jetzt das Lachen aus Dings hier, aus Family Guy einblenden. Das war jetzt Joker. Das andere wäre. Also. Genau. Jawohl. Genau. Dann habe ich nur gesagt, nee, das ist jetzt besser geworden. Und genau. Das hat anscheinend schon gereicht, dass ich nicht mehr drüber reden wollte. Aber, jetzt reden wir nur noch drüber. Aber es ist echt besser geworden. Wenn ich überlege, ich habe jetzt mal wieder geguckt hier mit diesen ganzen Missionen und täglich und sonst was und so. Früher gab es eins. Das war die Hauptquest. Und da gab es dann auch so viele Fälle, die das gesuchtet haben, die dann einfach mal durch waren mit dem Endgame. Dann gab es halt nichts mehr. Also es gab zwar tägliche Missionen, die waren aber so Pillepalle irgendwie so. Die waren dann halt völlig anspruchslos. Also die haben wirklich da echt viel gedreht an dem Ding. Und ich meine, wer jetzt Bock hat auf ein geiles Spiel mit sonst was und mein Schwager hatte letztens auch gesagt, so, nee, er mag das nicht so mit anderen zusammen und sonst was, so Fallout ist eher so ein. Und da habe ich gesagt, hey, ich habe das ganze Dreivierteljahr erst habe ich komplett alleine gespielt, das geht genauso gut. Also man kann die anderen Spieler völlig ignorieren und da sein Ding machen. Man muss da nicht in irgendeinem Team spielen. Bloß dann halt. Ja, bei mir funktioniert das nicht mehr so gut, habe ich festgestellt. Ja, im Endgame brauchst du dann schon Leute. Nee, weil jetzt, wenn ich online bin, kriege ich eine Einladung von dir und von Fabi. Ja, wenn du auch immer online bist, 24/7. Ja, ich bin auch immer online. Klar, ich bin Beamter, ich bin Lehrer, ich bin immer online. Gab es auch so ein Lied von Lochis, ne? Durchgehend online. Ja. Super, die Lochis. Ja. Boah, von Udo Jürgens zu den Lochis, heute haben wir's, ey. Heute läuft's, ja, also empfehlenswert. Und 30 Seconds to Mars hat man auch schon drin. Also. Empfehlenswert nochmal, Fallout 76. Kriegt man jetzt für relativ wenig Geld, weil ja kaum noch jemand, das eigentlich kriegt man ziemlich gutes, komplettes Spiel. Und mal gucken, was wir noch so haben. Nee, das hat man ja schon, den Kommentar hier. Dann sind wir eigentlich soweit durch, würde ich fast sagen hier. Sei denn, ihr habt noch irgendwas? Die Kommentare von der Steff? Ach so, ja, ich wollte es nicht auf jeden einzelnen. Ja, die Steff hat auch noch kommentiert. Das heißt, seit Wochen kriegen wir mal wieder einen Kommentar und da gehen wir nicht drauf ein. 47 Meters Down. Und sie meinte, Polar Express ist, findet sie doch ganz gut. Ja, ich ja nicht. Ist ihr allerliebster Weihnachtsfilm steht hier. Ist ja auch völlig okay. Einer meiner Lieblings-Weihnachtsfilme ist Stirb langsam. Genau. Jeder, der mir auf Instagram folgt, wird ja meine Story vielleicht gesehen haben. Als ich jetzt gestern war es, glaube ich, zufällig einen Fernseher angemacht habe und da kam vor allem der TNT oder so hieß das, und da kam gerade Stopp langsam 3 und da kam gerade die witzige Stelle,
wo die beiden gerade mit Mühe und Not dieses absolut schwere Rätsel mit ging ein Mann nach St. Ives im Morgengrauen, hatte eine Katze und 7 Frauen und irgend sowas da so ganz schnell runtergerattert. Und dann sind die beiden so herrlich überlegen, wie war das jetzt hier mit 7 Frauen, die gehen nach da hin und her und her und hin und ja, rechnen da übelst, machen übelstes Kopfrechenaufgaben, 7 mal 7 mal 7 und hoch 2 und sonst was alles und 4 Beine und, und dann kriegen sie es gerade so raus und rufen dann an und sagen so, es war ja ganz einfach, beim nächsten Mal wollen wir ein schwereres Rätsel. Das finde ich so lustig. Ah ja, daher kommt manchmal mein Spruch, das nächste Mal wollen wir ein schwereres Rätsel oder das nächste Mal will ich eine schwerere Aufgabe. Ja. Also sehr, ja, Stopp langsam 3 bis zu einem bestimmten Punkt, ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ja, schönes Ding. Ja. Aber dann sind wir durch, würde ich sagen, für heute. Dann vielen Dank an alle, die uns auf Patreon sponsoren. Wer das noch machen möchte, geht einfach auf kinocast.net und klickt da ganz oben auf Danke für eure Unterstützung. Und dann werdet ihr dann so weitergeleitet. Gibt es verschiedene Kategorien. Und ja, wer uns sonst noch auf andere Arten unterstützen möchte, Auphonic spenden, PayPal und so weiter, findet da auch einen Anlaufpunkt. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt Joker regulär im Kino ja zu sehen. Nutzt die Zeit, guckt ihn am besten im Original. Ja, solange wie der läuft. Das ist auch ein Film, den man durchaus im Kino gesehen haben muss, damit die Bilder richtig gut wirken. Und auch die ganze Atmosphäre. Ja, dann schauen wir mal, was morgen in der Sneak Preview läuft und was ich sonst noch so gucke in der kommenden Woche. Vielleicht habe ich dann schon weitergeguckt bei der Serie. Kann ich dann schon mehr berichten. Wir sind gespannt. Es bleibt spannend. Ja. Euch beiden danke fürs Mitmachen. Kinocast. Sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.